Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier bei Kettler Kops. Ja, wir haben Regen, ne? Es sah es kurz aus und aufhört. Ich schau mal kurz rein im Wetterbericht, was der sagt. Wenn ich es gleich finde. Da war es nicht. Tiere. Angestellte. Da auch nicht. Kalender. So, heute. Ja, sieht schlecht aus. Also Regen. Morgen früh um 4 Uhr besser. Bis 11 Uhr. Ja. Ich versuche mal, was geht. Ansonsten müssen wir es abbrechen und ja. Da haben wir. Gut. Start mal durch. Schauen wir, ob es klappt. Ja, scheint zu funktionieren. Und Aussaat? Nee, klappt nicht. kurz. Das zurückfahren. Das bringt ja nichts. Weil muss anscheinend nochmal aktivieren. Also B-Taste. Nutzt ja auch nichts. Ich habe nämlich kurz gestern die drei Folgen abgeschlossen. Und heute möchte ich die vier halt dann machen. Ne? Ist zeitlich gesehen, kommt das vollkommen in Ordnung. Mal gucken, ob die Textur. Ne, verändert sich auch nicht. Jetzt mal zurückstoßen. Gas. Lenkung ist aktiviert. Tempomat ist eigentlich auf 15 km/h ungefähr. Gas geben, ne? Jo. Es sind noch 1, 2, 3 Felder. Zwei kleine und ein großes. Großen Anführungszeichen. Aber der Dünger wird hier gerade zu reichen für dieses Feld. Und dann müsst ihr nochmal nachkaufen. Jo, auch nochmal läuft. Jo. Schon mal gelungen, ohne Aufnahme so schön zu reden, ne? Ruckzuck. Nach rund 10 Minuten merkte ich, oh, läuft ja gar nicht. Toll, ne? So. Ja, Update gab es halt auch noch nicht. Aber wir haben jetzt Anfang März, ne? Kann durchaus noch ein bisschen dauern. Vielleicht wird es auch April, ist aber vollkommen okay. Wenn es funktioniert, ne? Wenn es nicht funktioniert, ist ja, bringt ja auch nichts. Ne? Wie gesagt, da soll Hafer zukommen, Raps und Sonnenblumen. Ah, sieht schön aus. Natürlich weiß ich nicht, ob Regen jetzt irgendwie Auswirkungen hat, aber aktuell ist es zu sehen, anscheinend keine. Ja. Zur nächsten Erntesaison, also diese im Prinzip, ist ja schon bald zu weit. 100 Tage ungefähr, dann muss ich mal sehen, ob, aber ich glaube nicht, dass wir Geld zusammenkriegen. Es wird um die, ich schätze mal ganz grob 90.000 werden, ne? Ganz grob. Also für den Traktor reicht es noch nicht. Traktor deswegen, weil ich ja eigentlich einen größeren brauche für, wenn wir pflügen wollen und so, ne? Dazu brauche ich einen größeren. Jetzt weiß ich, ob noch die Spuren drin sind, weil ich immer rückwärts fahre hier. Hier ist der Wald ein bisschen dicht dran. Ne? So. Ich wollte nur 15 km/h fahren. Natürlich weiß ich nicht genau, ob das irgendwie Auswirkungen hat. Ob ich nur schneller fahre oder langsamer. Das weiß ich nicht. So, wenn ich es theoretisch könnte, würde ich ganz gerne die Felder zusammenlegen. Weil.
wenn es gehen würde, ne? So, dieses eine Feld und das Feld kann man ja gut verbinden. Und das geradeaus, Bäume entfernen, ne? Kettensäge raus, was wir nicht haben. Wir haben jetzt ziemlich viele Grünstreifen, ne? Das ist LS-lastig. Kein Bauer, der so viel Land hat, macht sowas im Prinzip, weil er nutzt die Fläche natürlich voll aus, ne? Also einer kriegt Fördergelder für so eine naturnahe Landwirtschaft, ne? Das gibt's ja auch. Weil wenn jemand Geld verdienen muss, dann muss er das entsprechend nutzen, ne? Natürlich, wenn er sagt, okay, der Staat ist bereit für das und das Fördergelder zu zahlen, machst dafür eine Blumenwiese, dann natürlich eine andere Sache, ne? V, aufheben. Wird auch gemacht teilweise. Mal im Fernsehen gesehen. Oh, oh, oh. Jetzt ist aber mächtig. Jetzt gießt kräftig. Ich weiß nicht, ob das jetzt Auswirkungen hat, ne? Ich hoffe nicht. Ja, hat zu tun. Also es geht ja so, dass bei Böden, die recht lehmhaltig sind, verklebt es eigentlich normalerweise. Oder es wird einfach nicht möglich sein, dass der Traktor im Prinzip gut fahren kann, ne? Weil die Räder durchdrehen, ne? Oder ganz extrem, der versagt im Acker, ne? Gewitter. Gewitter, was wir sonst immer kriegen bei wenn ich schlaf. Hat Probleme. Aber wir ziehen durch. Hoffe geht was. Es klappt. So. Das war ja so nicht geplant, ne? Aber mal sehen, wie lange die 15 km/h durchhält. Ich weiß ja nicht, ob das schon entsprechend mit bei ist, ne? Also vom Programm her, ob das schon zu merken ist dann, ne? Ob das Auswirkungen hat oder so. Weil ich ja erst das Spiel habe, seitdem das Release-Version ist, ne? Das hatte ich ja vorher nicht gespielt. Und ich kam auch nicht klar. Mit dem damaligen Zeitpunkt. Und erst, wo das Release rauskam und dann, ach jetzt, probier's mal, ne? Wer die Bäume hier gepflanzt hat, auch ein Ding, du. Zu laufen. So, irgendwie rumkommen. Oh, oh. Wie hat er mir gesagt, der Anne, Tor ist zornig. Zornig. Hatte mal eine Doku über die Römerzeit. So eine Schlacht. Haben sie dann nachgestellt oder erzählt, wo dann Gewitter kam, wo dadurch die Römer retten konnten, weil die Germanen dachten, Thor sei zornig und nicht einverstanden mit ihm, ne? Was sie gerade machen mit dem Kampf. Und
Aber so ist, wie so eine Erzählung gewesen, aber so wirklich war, ist aber dahingestellt, ne? Sauber Gewitter, sauber, sauber. Wir hatten bisher auch fast nur Sonnenschein gehabt, ne? Ja, so eine Sache bei der Ernte, obwohl ich hier sagen muss, ist ja auch früh nicht feucht, das Getreide, ne? Kommt wahrscheinlich alles noch. Oder es kommt alles hier nach und nach, nach dem Schwierigkeitsgrad, ne? Eine Missernte wäre gar nicht ganz schlecht, weil meine Reserven hier auch nicht so üppig sind, ne? Gut, ich habe noch glaube ich 5000 im Lager an Roggen, aber das ist auch keine, ja, Riesensumme, ne? Ist ja auch nichts. Das ist ein gar nichts, ist das, ne? Das vielleicht das nächste Dünger einkaufen können, also das kann natürlich auch sein, aber wir brauchen. Wohl Feld Nr. Ja, was? 3? Ne, 3 nicht. 5 oder 7? War ganz in Ordnung von Düngerstatus her. Vielleicht noch ein bisschen Stickstoff, ein bisschen Phosphor, dann passt das schon. Da muss ich sehen, wenn man gewachsen ist, ne? Aber die können hier nicht messen, ne? So ein Feld schmaler und breiter, ne? So. Ein bisschen zurück. Ja, Justin, Schule ist da, ne? Muss auch sein. Ich muss mir einen Schwung nehmen, sonst kommen wir nicht klar. So. Er wird nicht ganz an Ecken komplett alles gesät haben, aber gut, was soll's. Das geht. Ja, Regen. Das erste Mal, wo wir kräftig Regen haben, ne? Aber es scheint noch ganz gut klar zu kommen, ne? Traktor. Ja, Allrad ist angeschaltet, denke ich mal, ne? Hoffe ich mal. Kann man nicht erkennen, ob nicht ist. Oh, Reh. Hey. 82 Grad, ich weiß gar nicht wieso. Ich habe auch mein Optimierungsprogramm an. Dadurch reagiert er ein bisschen schneller. Dadurch aber trotzdem die Wärmeentwicklung. Obwohl ich da ein bisschen enttäuscht bin, dass das Spiel bei einer, sag mal so, Anführungszeichen, sehr guten Grafikkarte einfach in die Knie geht, ne? Also der Rechner fast, Anführungszeichen. Dass sie da nicht maximal einstellen können, ne? Das wundert mich schon ein bisschen. Du Reh, da ist nichts, da ist nur Erde. Ja, tacken wir bald, ne? Bald wieder jedenfalls. Ja, für das Saldegerät gibt es noch eine Sehreinheit für Mais. Muss aber dazu sagen, bevor ich Mais hab, machen kann, muss auch das Geld dafür da sein, um die BGH liefern zu können, ne? Und dann müssen wir sicher den Fahrzeug haben, um da die BGH auch liefern zu können, also füllen zu können, ne? Das ist ja das ganze Problem. Das haben wir noch nicht. Solange werden wir hier mit Weizen, Gerste, Raps, später Hafer und so
Stroh an sich können wir auch nicht machen, weil wir im Prinzip die ganzen Maschinen verfehlen. Ne? Also einmal die Strohpresse, ob wir dann uns auch leihen könnten. Aber wie gesagt, wir müssen auch ein Fahrzeug haben, aufzuladen. Ne? Und das haben wir nicht. Wenn wir kurz hier, das ist der blaue Strich, das ist Tempomat Einstellung. Mit Plus, also Plus, und zwar nicht in dem Bereich der Buchstaben, also der Buchstaben schon, nicht Bereich der Zahlen, ne? Also die Nummertester nicht, sondern ganz normal da, wo die Buchstaben sind. Bums. Ja, wenn ich könnte, die Bäume entfernen, ne? Aber ich glaube, es geht nicht. Ja, dann fahren wir dann gleich mal zum Genossenschaft, holen uns mal ein bisschen Saatgut. Weizen würde ich mal meinen nicht. Da müsste ich versuchen, bei mir ein Lager rauszuholen. Ich habe ja da, wo wo das Lager ist, eigentlich für die Ernte auch Saatgut eingelagert. Das bekam ich beim letzten Mal nicht raus. Warum, weiß ich nicht. Sehe nichts. So, in die andere Spur gleich gehen. Hört er nicht, ne? Ja. Jetzt haben wir das erste Feld auch passiert, das zweite Feld, ne? Heute jedenfalls. Ja, du schau, das soll es auch schon vorher gewesen sein. Sag mal, tschüss. Ciao, noch schönen Dank fürs Reinschauen. Ich hole euch dann wieder ab, sobald wir zur Genossenschaft fahren und uns Dünger holen. Tschüss, ciao, bis zum nächsten Mal. Tschüss.